Den Abschluss des Spieltages bildet auch heute Abend die Pressekonferenz. Dazu herzlich willkommen an Sie und euch. Guten Abend. Ich begrüße hier auf dem Podium den Cheftrainer von Hertha BSC, Christian Fjell. Guten Abend. Und unseren Interimschefftrainer Jakob Fimpel. Da es spät geworden ist, Christian, zunächst die Bitte an Sie, das Spiel aus Ihrer Sicht zu kommentieren. Schönen guten Abend. Für mich sind wir gut in das Spiel reingekommen. Gehen, glaube ich, verdient in Führung und müssen das zweite Tor schießen. Dann passiert was, was ich Ihnen noch nicht so gut erklären kann. Es würde, glaube ich, zu lange dauern, dass wir komplett die Kontrolle verlieren. Wir wollten Schalke heute Mann auf Mann verteidigen, was wir am Anfang, glaube ich, gut gemacht haben. Dann haben wir ihn zu viel Raum, waren zu weit weg. Hat nicht jeder das gemacht, was er machen sollte. Und dann ist Schalke richtig gut ins Spiel gekommen, schießt zwei Tore und es schmälert überhaupt nicht, wie sie gemacht werden, sondern du darfst so am Strafraum nicht verteidigen. Also das darfst du einfach nicht. Ich glaube, in dem Fall war es. Ist auch egal, wer es war, aber darfst du nicht. Und dann geht es in die Halbzeit und wir besprechen ein paar Dinge, kommen raus und ich finde, wir machen ein richtig gutes Spiel. Bis zum 2-2 haben für mich viele Chancen, haben das Spiel komplett auf unserer Seite, schießen das 2-2 und in diesem Moment, wo wir den Ausgleich schießen, kippt es wieder und wir geben das Spiel wieder komplett aus der Hand. Dann Spiel zu 2-2 und ich kann Ihnen, glaube ich, noch gar nicht sagen, ob das so in Ordnung geht oder nicht. Da muss ich mir noch mal anschauen. Mein Gefühl ist gerade gemischt, muss ich offen und ehrlich gestehen. Aber gut, so ist es nun mal. So richtig weiß ich noch nicht, wie es mit dir weitergeht, aber ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg alles Gute. Danke dir. Hut ab, 2 Spiele, 4 Punkte. Kann sich sehen lassen. Nein, im Ernst, nur das Beste. Du hast mir vorhin gesagt, U23 läuft nicht so gut. Solltest du das wieder machen, drücke ich dir die Daumen, dass es besser wird. Und ja, alles Gute und Ihnen einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank zunächst für die Einschätzung und die sehr netten Worte. Jakob, wie hast du das Spiel gesehen? Wie lautet deine Analyse? Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Christian, wirklich vielen Dank für deine Worte. Sehr, sehr wertschätzend alles. Und ich habe genau das gleiche Gefühl wie du. Ich weiß auch nicht so richtig. Du hast alles richtig zusammengefasst. Es war von Anfang an ein sehr intensives Spiel in beide Richtungen. Ein paar kleine Fouls. Dann fällt der erste Ball bei uns rein. Und dann war die Reaktion richtig gut von der Mannschaft. Und das ist das, wo man aufbauen kann. Sowohl in Münster nach Rückstand zurückgekommen, als auch jetzt. Und dann hat man eine Phase. Wir wussten diese Mann-gegen-Mann-Duelle natürlich. Und wir haben vorne einfach auch eine richtig gute Qualität. Das hat man dann bei dem 1:1 gesehen. Der Doppelpass, dann der Abschluss von Kenan, das war dann schon sowas, wie wir uns das auch vorgestellt haben, dass das dann natürlich dann so überragend klappt, das ist toll für die Jungs, aber man sieht einfach, was möglich ist und da hoffe ich einfach, dass die Jungs jetzt den Weg weitergehen. Wir sind dann mit dem 2-1 natürlich zufrieden in der Halbzeit und ich sage die ganze Zeit, bleibt aktiv, bleibt hoch, lasst euch nicht zu tief fallen, aber Hertha hat es dann überragend gemacht, hat das Spiel schneller gemacht, hat uns hinten reingedrückt und dann war es eigentlich nur noch warten auf das Tor, dass es dann durch den Elfmeter passiert, okay. Aber es waren auch davor ein paar Abschlüsse da. Und dann sagst du es auch richtig, nach dem 2-2 sind wir dann wieder aktiv. Und das ärgert mich am meisten, die letzte Viertelstunde, dass wir dann auch zufrieden sind mit so einem Punkt, anstatt das mitzunehmen und das Vertrauen jetzt aus dem Sieg gegen Münster mitzunehmen, zu Hause vor 60.000, dann die Wucht wieder nach vorne zu spielen. Aber da haben wir zu viel nach hinten gespielt und quer und haben uns nicht so richtig getraut. Ich wünsche dieser Mannschaft, dass sie jetzt ihren Weg weitergeht, dass sie Vertrauen in ihre fußballerischen Fähigkeiten hat, weil die sind da. Ich habe mich bei jedem Spieler bedankt, weil sie haben mir Vertrauen geschenkt für diese 2 Wochen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen und haben jetzt eine gute Basis für den neuen Trainer. Und dann geht der Weg ab dort weiter. Dankeschön. Jakob, danke an dich. Viel Analyse schon von beiden Trainern. Möglicherweise gibt es darauf hinaus aber noch Fragen an die beiden. Dazu wäre jetzt die Gelegenheit. Ich öffne gerne die Fragerunde. Norbert Neubaum für das Medienhaus Bauer. Das Zurückkommen nach Gegentoren, Herr Fimpel, das war so in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt die ganz große Schalker Stärke. Jetzt ist es unter Ihrer Regie 2-mal geglückt in Münster und jetzt heute hier gegen Hertha BSC.
reiner Zufall oder haben Sie da irgendwie was angestellt, den vielleicht mal an die Ehre der Jungs appelliert? Oder wie haben Sie das gemacht? Ja, es sind natürlich diese Momente, die du brauchst. Wenn wir in Münster das Ausgleichstor dann machen, dann drehen wir das Spiel dann auch nicht mehr so. Wir hatten recht schnell dann die Situation, dass wir wieder nach vorne gespielt haben. Du brauchst einfach diese Momente auf deiner Seite dann wieder. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Aber man sieht eben dann, was möglich ist. Du drehst letzte Woche den Rückstand und dann hat uns das Tor jetzt gegen Hertha auch nicht gekillt, sondern wir hatten ja auch unsere Momente. Wir hatten, glaube ich, die erste Chance durch Jimmy Antwiatchay vorne und dementsprechend, wir waren im Spiel. Es war jetzt kein totes Spiel für uns und ich glaube, dass die Jungs dann auch dieses Vertrauen schon im ganzen Spiel gespürt haben. Andreas Ernst, Funke Medien. Jakob, wir haben gerade Kenan Karaman und Ron Schallenberg gehabt in der Mixzone. Kenan sagte, das war eine Fehlentscheidung, der Elfmeter. Ron Schallenberg sagte einfach nur, das war keiner. Wie hast du denn die Szene gesehen? Ja, also von draußen ganz weit weg zu schauen. Ich glaube, er liegt schon vorher auf dem Boden. Ich habe die Szene aber noch gar nicht in der Wiederholung gesehen. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Als Spieler hast du ein gutes Gefühl normalerweise, dann, wenn der Zweikampf kommt. Aber es ist natürlich klar, dass jede Seite dann so ein bisschen ihre Seite sieht. An dieser Stelle keine Fragen mehr. Dann geht mein Dank ausdrücklich an beide Trainer. Jakob, vielen Dank für die zurückliegenden 14 Tage und die zwei Spiele mit unserer Mannschaft. Christian, Ihnen und dem Team alles Gute in den kommenden Wochen. Danke mich bei euch für das Interesse an dieser Pressekonferenz. Kommen Sie heute alle gut und sicher nach Hause. Einen schönen Sonntag. Danke.